Moin Moin, wir spielen weiter mit dem One-on-One gegen Justus in Lego Star Wars. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag. Und ich würde sagen, wir starten rein in 3, 2, 1, los! Und die Schlacht um Tommy. Oh. Das Niederlage geht weiter. General Grievous. General Calrissian. Sind die Einsatzschilde des Todessterns einsatzbereit? Genau so geht das. Die Einsatzschilde. Was muss ich machen? Och Mann, wir haben so lange Pause gemacht, Justus. Oh Justus, warum haben wir nur so lange Pause gemacht? Oh, ist doch erst eine Woche her. Das ist tatsächlich länger her. Ja, der eine oder andere, dem ist es vielleicht auch gar nicht aufgefallen, aber letzte Woche gab es leider keinen Part wegen Tommy, der. Das stimmt so nicht. Tatsächlich hatten wir ganz viel am Stück aufgenommen vorher und Justus hat mir hoch und heilig versprochen, dass das klappt. Und dann die Steuerung. Hat er mich angelogen. Das Spiel ist laut. Wie eine. Wie ein Kraut. Wie eine Furie. Ach, wir müssen ja wieder Minikits sammeln. Wie viele Minikits bist du im Verzug? Ich glaube 2. Ach, kacke Mist. Jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt habe ich ganz großen Mist gebaut. Okay. Ich glaube, ich habe hier auch noch kein Minikit, oder? Nee. Ja, ich meine also schon mal im Level ein bisschen weiter als du. Das muss. Also heute ist Mission aufholen angesagt, liebe Leute. So wie die letzten Male auch, ne? So wie die letzten Male auch, aber heute ist es soweit. Team Tombi wird brillieren. Wir hatten jetzt eine Ruhepause von ein bisschen. Und ja, 3 oder 4 Wochen. Zack. Und jetzt ist Meister Plo Koon da. Den Starfighter von Plo Koon, den habe ich sogar. Der ist richtig cool. Hat Plo Koon mehrere Lego-Figuren? Oder sieht der immer so aus? Der sah immer so aus. Also der war schon cool aus. Maria, ich glaube, den gab's auch nur. Gab's den nur in einem Set? Ich glaube, nur in dem hier. Das könnt ihr natürlich jetzt mal in die Kommentare hauen, denn das ist die Frage des Tages. Wie viele Sets von Meister Plo Koon gab es? Na? Und gibt's den vielleicht auch in Episode 2 Design? Oder im Episode 3 Design? Oder... Ich glaube nicht. Anders. Wie gesagt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Die haben mir meine Torpedos abgenommen. Ich hatte doch eben noch welche. Wenn ich Justus sehe, dann denke ich an ein Auto. Jetzt habe ich einen Ohrwurm davon. Das ist ein geiles Lied. Wenn deine... so wunderschön. Bitte? Ich muss hier irgendwie da... Okay, Leute, ihr seht schon, Steuerung ist so hakelig. Gut, Fabian sitzt gerade staunend vor seinem Eingabegerät. Abwarten. Klappspaten. Klappspaten. Glaube? Ah, ich weiß, wo ich ein Minikit herkriege. Ich habe sogar auch eins. Ah, verdammt. Woll. Wie ein wahrer Profi. Und jetzt wird erstmal die Minikit-Jagd gestartet, glaube ich. Bam, bam. Der Justus ist so cool. Ist schon durch mit dem Level? Ich bin jetzt gerade durch mit dem Level. Das ist echt kurz, meine ich. Ich weiß gar nicht, wie weit ich beim letzten Mal war. Aber man muss ja eigentlich ja nur rumfliegen und Bomben werfen. Es kommt noch ein Level, das weiß ich. Und da bin ich richtig schlecht drin. Das war auch so ein Flieger- und Bodenlevel. Und da habe ich ewig gebraucht immer. Da bin ich nicht gut. So. Nein, 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 nein. Vielleicht habe ich gelogen mit dem Minikiss. Wieso denn das? Wir machen einfach hier so. Man kann ja eh nochmal wechseln. Ich muss jetzt erstmal alte Kits sammeln. Tja, Team Justus braucht das natürlich nicht, weil ich habe natürlich vorgesorgt, sehr klar. Ah, das war natürlich echt nicht schlecht, aber ich glaube, ich hab eine gute Idee. Ich habe mir nämlich schon... Aua. Nämlich schon, ich habe schon den Plan. Da bin ich mal gespannt. Die Leute werden jetzt wieder dort sitzen und sich sagen, Alter, ist das ein Macher. Ist das ein Lappen, was? Ist das ein toller Hecht? Was ein toller Hecht. So. Wollen wir das Minikit in Eischach bekommen?
Ja. Das war aber relativ spät. Man musste die Müllabfuhr spielen. Die Müllabfuhr. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, aber gut. Jetzt machen wir, ziehen wir das hier durch, Leute. Ne? Wir machen das jetzt. Ich hätte irgendwie gedacht, das wird hier easy peasy, hier ein Minikit zu kriegen. Vielleicht habe ich mich geirrt. Ach Mann, hätte ich das auch mal mitgenommen wie du. Das war echt schlau von dir. Ja, manchmal. Aber nur manchmal. Hat der Justus ein bisschen Hauer gern? Nee. So. Hast du mir doch mal erzählt im Vertrauen? Okay. Achso, daran liegt das. Och Mann, ey, Meister Mundi, warum stehen sie denn auch nur rum? Jetzt muss ich das so aktivieren. So bist du wie die. Das ist eigentlich auch so ein großer Fan von Kiadi Mundi, der ist schon richtig cool, ne? Mhm. Er ist super. Doch gar kein Lappen. Wie bitte? Was? Mhm. Ich finde das, finde ich unberechtigt, ungerechtfertigt, dass man den Kiadi Mundi so fertig machen will. Ach, der ist es nicht. Oh, ich habe, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Ich hoffe, das geht gleich einfach auf. Das liegt vor hier. Oh, mein Gott, Meister Yoda hat gerade einen Move gebracht. Das Tor geht nicht einfach so auf. Scheiße. Wie mache ich das auf? Aber ich muss erstmal die Bomben finden. So, ist das jetzt offen, das Tor da unten? Ja, geht doch. Oh, ich glaube. Ich glaube, ich bin doch gar nicht mal so schnell, wie ich das irgendwie alles vermutet hatte. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, jetzt kann ich richtig dicke an dir vorbeiziehen, aber das sieht gar nicht danach aus. So, Level habe ich jetzt für dich. Hast du ein Minikit auch? Nein, das hole ich mir jetzt. Aber ich weiß schon wo. Welches holst du dir oder meinst du das mit der Müllabfuhr? Ich weiß nicht, wenn das mit der Müllabfuhr ist. Wie besiege ich den? Komm schon, mach ihn schneller. Kann ich den einfach so? Also. So, das setzen wir auch nochmal da drauf. So, da vorne, ne? Ihr seht es, Leute, auf meinem Bild. Das ist mein Ziel. Damit sollten wir dann endlich hier auch das Level haben, hoffentlich. Das Minikit. Dann habe ich immer ein 1 mal wieder aufgeholt. Das wäre fantastisch, du. Team Justus darf ja nicht so einfach gewinnen. Lass dir ruhig Zeit. Ich kann mich hier nochmal ein bisschen umgucken, meinst du? Ja. Ganz entspannt. Speichern und verlassen, okay. Ein Minikit habe ich jetzt aufgeholt. Ich glaube, mir fehlt aber noch eins. Ja, komm, General Grievous, mach jetzt, überspringen. Der General Grievous. Den findest du eigentlich cooler, General Grievous oder Ventress? Ist eigentlich sogar echt schwer, die Frage. Ja, Grievous schon. Ich glaube, ich würde auch sagen Grievous, aber ich mag Ventress eigentlich auch echt gerne. Ist das das Level? 0 Minikits, ja. Ja, Ventress ist auch schon cool, das stimmt. Besonders dann die späteren Arcs mit ihr sind eigentlich ganz cool, wo sie dann rausgeschmissen wurde. Da kriegst du nochmal ein bisschen Tiefe. Ja. Ja, aber ich glaube, ja doch, Grievous ist halt allein wegen seiner Rüstung. Allein weil er vom Character Design ja finde ich den schon. Da kommt der 12-Jährige in mir zum Vorschein. Da gehe ich dann nur nach dem Aussehen. Hm. Ja, kann man ja machen. Er sieht schon cool aus. So. Yes, geil, Alter. Aber findest du Count Dooku cooler als General Grievous oder umgekehrt? Kein Fall, Count Dooku ist ja voller. Nein, Spaß. Nee, Count Dooku ist schon auch cool. Hm. Hätten sie mal dieses Ventress-Buch da, wo auch Count Dooku. Ja, das wäre so geil gewesen. Hätten sie das dem, was mal. Ich da gehört hab, was da als, so drin passiert ist. Als Clone Wars-Episode gemacht oder so. Ach Mensch,
Aber naja, da gab es ja immer so Leute wie Fabian Guse, die den einfach immer so verschmäht haben. Naja. Ja, der mag den leider nicht so. Er mag die alle nicht. Oh nein, mag die ganzen, ich habe einen Fehler gemacht. Nicht. Oh, das hört sich gut an für mich. Mach mal ruhig noch ein paar Fehler, Justus, ne? Wo bekomme ich denn die anderen Gonk-Druiden her? Gonk-Druiden sammelt er da, anstatt den Müllmann zu machen. Das Müllmann-Ding war auf jeden Fall in der oberen Etage. Ja, da mache ich das jetzt. Mit dem Raumschiff-Müllding? Nee, da machst du... Also irgendwann machst du die linke Seite des Schiffs so kaputt. Und da kannst du dann aussteigen. Und beim Aussteigen dann auch links. Da gibt's so Mülltonnen. Alter, hier ist eine richtig gute Spiegelung auf dem Boden. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ach, hier immerhin ein bisschen Zeit. So, bringt mir das was? Glaube nicht. Oh nein, das ist das Level, ich erinnere mich. Oh. Hauptsache nicht sauer werden, das ist das Ziel. Der 2D2 kann über Hürden hinweg schweben. Okay. Wie fandest du die Malevolence immer? Findest du die cool, ja, ne? Ich bin gerade so im Fokus. Ja, die mochte ich immer sehr gerne. Fand ich immer so schade, dass sie danach nie wieder einen Auftritt hatte. Hm. Das stimmt schon. Weil ich das immer noch. Ich call jedes Mal, wenn ich an diese Malevolence denke ich an diese eine Stelle, wo man irgendwie am Anfang sieht, wie so ein Klonschiff vor diesem Energiestrahl wegfliegt und am Ende sieht man immer, wie Anakin davor wegfliegt und bei Anakin ist der Energiestrahl halt immer langsamer. Ja, klar. Das stört mich im Nachhinein irgendwie so sehr. Ich weiß nicht warum. Ich finde das so doof, Design. Warum hat man das nicht anders gemacht? Ich weiß, mir ist schon klar, die wollen darstellen, dass Anakin ein krasser Pilot ist, so. Aber. Anakin ist halt. Aber warum fliegt der Schuss dann quasi langsamer? Der andere hat ja nicht mal eine Chance, irgendwie zu entkommen. Ja, weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. So. Ach, ist das jetzt deren Ernst? Jetzt fehlt mir... Immer noch nicht den Gonk-Druiden gefunden. Nee, ich mache jetzt gerade was anderes. Ich habe jetzt 4 von 5. Aber ich finde den 5. nicht. Was hier, die Müllabfuhr? Wie wär's gewesen? Mist. Nicht eine Miauson hätte können. Die Rosinger Hüttinger, die wär's gewesen. Wie sagt denn der das? Ja, das ist Samwise Gamgee. Ja, das habe ich hier schon fast gedacht. Aber der sagt bestimmt nicht, wenn ich mir eine hätte aussuchen können. Sagt bestimmt irgendwas anderes. Komm schon. Wenn's eine gewesen wäre. Bitte nicht sterben, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nein! Ja, okay, alles gut. Oh, hier wirst du, glaube ich, auch ein bisschen hängen. Minikit gespeichert, weg hier. Ah, okay. Muss ich mich doch, glaube ich, ein bisschen ranhalten hier. Mann, du hast diese ganzen Level, glaube ich, besser im Kopf als ich, ey. Weiß ich nicht. Was macht denn der da jetzt mit? Und jetzt? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was mache ich damit? Gib mir die Kiste da oder was? So, rein da, General Grifus. Da muss ich hier hinten. Da ist ein Minikit. Wie komme ich da ran? Was mache ich mit diesem Ding hier? Ich verstehe es nicht. Lass dir ruhig Zeit. Ach Mann, und du wirst es wieder direkt wissen, glaube ich. Ah. Mal gucken. Ich dachte, ich muss da erst irgendeine Kiste grabben. Aber das war eigentlich auch schon ein cooler Plan vom Kanzler, dass er da Padme vorbeischickt. Das war echt cool, ja. Damit Grievous entkommen kann. Mit der eine Geisel kriegt, ja. Das war schon cool gemacht, das stimmt. Damit noch nicht alles direkt in die Brüche geht. Weil ja, na echt. Grievous fast besiegt wieder. Hm. Das ist sowieso cool, wenn das immer so knapp ist, ne? Wenn das immer so knapp ist, dass es fast verkacken und dann machen die noch irgendwie so einen Move, dass es doch nochmal aus der Bredouille rauskommen. Ach
Mensch. Gerne. Ja, vor allem im Finale der Clone Wars Arc wird ja eigentlich auch nochmal klar, wie knapp das im Allgemeinen dann ist. Mhm. Besonders dabei Folge 5 bis 8, ne? Das ist super. Das Clone Wars Peak. Das stimmt. Ja, riesengroßer Fan der Matesh-Schwestern. Ich wünschte mir, die Matesh-Schwestern würden immer auftauchen. Ja, die sind natürlich Best Star Wars. Auch Character Writing, alles. So, Obi-Wan, mein alter Freund. Die Malevolence aus Lego war nie so cool, bin ich ehrlich. Die war es nicht. Oh nein, ich bin tot. Die gibt's hier als Set auch, oder was? Die war leider nicht so cool. Ist die auch voll riesig dann, oder? Ja, es geht. Also sie war ja klar, sie war jetzt... Haben man da General Grievous bekommen als Figur und ein Droidiker? Ja, Grievous, Count Dooku, glaube ich. Padme als wirklich seltene Figur. Hat die dann hier das Outfit, was sie hier hat, so ein lila? Ja, ja. Okay. Genau das, was du auch hier in der Cutscene gesehen hast. Cool. Aber ist halt kein A-Wing, ne? Ja, der A-Wing ist natürlich schon... Scheiße, was muss ich damit machen? Oh Mann, das ist nicht gut. Irgendwo muss ich das dran wappen, aber ich weiß nicht genau. Na doch, da dran? Ah ja, jetzt geht's. Hast du schon Minikit? Nee, ich habe zwar eins gesehen, aber ich wusste nicht, wie ich da rankomme. Okay. Kriege ich das hier? Pumpe also los, C3PO! Hier weiß ich auch wirklich nicht, wo ich eins herbekommen soll. Ich bin hier allgemein ein bisschen am struggeln, dass ich durchs Level komme. Aber ich glaube dann irgendwie eins danach oder so. Irgendwann kommt ein Level, wo ich richtig Probleme haben werde, glaube ich. Das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Ach, Obi-Wan, spring doch richtig. Obi-Wan Kenobi. Ist ja auch großer Fan der Kenobi-Serie, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, wie gesagt, also die ersten zwei Episoden finde ich noch ganz gut. Und die letzte hat auch was, aber danach, sag ich schon, dazwischen ist eigentlich ziemlich viel Kacke. Und Reva ist halt wirklich absolut unpassend in dieser Serie. Achso. Ach du, das ist der beste Charakter, aber gut. Nee, Reva ist, die fühlt sich einfach an wie ein Fremdkörper in der Serie. Kann man nicht anders sagen. Das sollte einfach eine Geschichte zwischen Obi-Wan und Anakin werden. Und man macht da einfach dann. Nee. Passt da nie rein. Hättest du es gut gefunden, hätte man da irgendwo Cody verwurstelt? Hätte mir auch nicht gefallen, nee. Also, wie sie es jetzt mit Cody handhaben, mit Bad Batch, das finde ich besser. Ja, wobei man da auch noch nicht so viel weiß, ne? Ja, das nicht, aber. Also, falls derjenige im Bad Batch Staffel 2 Finale kommt, das haben wir noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Genau. Bevor das jetzt irgendwer im Nachhinein guckt und sich denkt, hä? Der ruft die beiden, ey, was sind das für Lappen? Ach du Scheiß, was muss ich denn hier machen? Das muss irgendwie so richtig sein, oder was? Jetzt muss hier so ein Kran bauen, Bild. Jetzt hier nochmal? Ja, ach cool. Also mit dem Kran, da habe ich nicht gewusst, was man damit hochheben muss. Hab ich echt ja, ein bisschen gebraucht. Das Brückenteil da hinten. Ja, ich hab. Man ist an so einer silbernen Kiste vorbei, da habe ich irgendwie gedacht, das vielleicht. Ach, hier kommt auch gleich diese goofy Szene, oder? Wo die. Das mag ich dann irgendwie nicht. Da gibt's doch diese Szene, wo dann hier die Druidikas so wie Bowlingkugeln gerollt werden. Das finde ich dann irgendwie ein bisschen. Weiß ich nicht. Ja, gut, ist ein Lego-Spiel, ist ja jetzt nicht. Das haben die echt doch auch, hat er nicht doch auch gemacht. Ehrlich? Das macht er da auch. Ja, weiß ich nicht mehr. Das finde ich. Nicht immer dumm. Weiß ich nicht. Irgendwie. Druidika sind sowieso. Die sollten richtig krass sein. Das sollten so die gefährlichsten Gegner für Jedi sein, oder? Aber das sind sie auch. Also ich hab's. Oder? Ja, das schon. Aber manchmal sind dann so Szenen, da denkt man sich so, ja. Druidikas waren schon mal krass. Welche ich auch total geil finde, das sind diese Scharfschützen-Druidikas. Die gab's aber auch nur einmal, oder? Ich glaube. Nein, jetzt bin ich hier schon wieder an irgendeiner Stelle, wo ich nicht genau weiß, was ich tun muss. Ich das einfach werfen? Gar kein Problem, Tommy. Scheiße. Also so kann ich den besiegen. Wie mache ich denn das Ding auf? Kann man das hier mit öffnen? C3PO so langsam. Oh ja, zum Glück.
Der humpelt da auch noch. Oh, du holst mich voll auf, ey. Ich glaube, du bist nur noch einen Raum hinter mir. Oder so. Du bist da am Rätsel mit Padme und Anakin, ne? Ja, bin ich jetzt durch. Scheiße. Danach noch was gemacht oder kam dann direkt das hier? Ich bin mir unsicher gerade. Was richtig cool ist, ist das Ende des Levels. Da kannst du die Malevolence so ein bisschen steuern, sag ich mal. Das ist aber auch schon wieder ein langes Level, ey. Mhm. Also das davor war jetzt echt kurz, das hatte ich nicht so kurz in Erinnerung. Mhm. Frage ich mich echt, wo sie die 10 Minikits versteckt haben. Aber wahrscheinlich wieder mit viel mit irgendwo was abschießen oder so, wenn man da rumfliegen würde. Ja, das habe ich gemacht, da habe ich die Hyäna-Bombe abgeschossen. Ah, okay, siehst du mal. So, was muss man jetzt machen? Muss ich den einfach attackieren? Ist das schon richtig? Der hat Schaden genommen, oder? Der Vulture-Druide? Nee, der General Grievous hier. So. Weiß es nicht. Och Mann, und diese komischen Spritzen da oben, die sind auch irgendwie noch da. Was kommt diese Rätseltor? Ach Mann, und du wirst bestimmt alles wissen. Boah, das Rätseltor, da habe ich jetzt Angst vor. Ey, ist das richtig, Mann? Ich bin am struggeln. Okay, du hast anscheinend noch ein Rätsel oder bist du jetzt in so einem großen Raum? Boah, ey, das Rätseltor, das macht mir jetzt ein bisschen Kopfschmerzen. Das hört sich gut an. Ach, jetzt habe ich hier was aufgemacht. Oh nein, ich habe, glaube ich, voll lang gebraucht. Och, ich bin dumm. Scheiße, auf der anderen Seite habe ich das bestimmt auch offen schon. Ach Mann, ey, und die Leute sind wieder enttäuscht von Team Tommy. Ey, hä? Aber gut, Team Virus ist verkackt auch. Wie muss ich das denn drehen bei R2D zu dieses Tor? So, dass blauen und roten Dinger so übereinstimmen. Das habe ich mir auch gedacht, Tommy, ja. Also ich habe zweimal links, zweimal rechts gemacht, das war's. Aber jetzt hast du wahrscheinlich halt schon so rumgedreht, dass das so nicht mehr funktioniert. Kann ich jetzt einfach weiter? Och mein Gott, ey! Obi-Wan! Ja, Leute, es tut mir leid. Ich glaube, das wird jetzt mein Bestpin werden. Der tritt mich weg! Warum ist denn General Grievous so gefährlich? Ach ja, auch Obi-Wan. Also jetzt stellt sich aber auch mal an hier. So, darf ich jetzt durch oder ist der jetzt immer noch wütend auf mich? Geht man aber auch einfach. Also mache ich das gerade richtig? Man geht einfach weg von dem Schaukampfplatz? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade richtig verwirrt. Ich dachte, man kämpft da jetzt gegen General Grievous auf Leben und Tod. Das ist voll cool in dieser Szene. Da begegnet Obi-Wan Grievous und dann sagt er Hello. Da sagt Grievous Hello there. Ja, richtig. Das finde ich auch cool. Das stimmt. Ah, ich habe ein Minikit. Ach nee, ernsthaft? Ja, das hast du doch auch. Ich hab keins, oder? Aber ich guck gleich nochmal. Ich hab keins, nee. Was? Nee, ich hab wirklich keins. Ich hab nochmal nachgeschaut. Wie konntest du das denn übersehen? Wo war das denn? Warte. Hä? Warte mal, hast du mich gerade überholt? Jetzt hab ich ein Minikit. Aber das... Hä? Also, entweder haben wir jetzt nicht das gleiche Minikit oder ich bin richtig verwirrt. Warte mal, hä, in welchem Level bist du denn gerade? Also ich bin jetzt gerade bei so einer C3PO-Tür. Ja, aber in welchem Level bist du? In dem zweiten Malevolence-Level. Ja, da bin ich auch. Aber das, also dann haben wir haben unterschiedliche Minikits gesammelt. Glaube ich. Aber welches hast du denn da gekriegt? Also ich mache gerade den Weg mit Padme und Anakin. Warst du schon in so einem großen Raum, wo du gegen General Grievous gekämpft hast? Nein. Ja, dann bin ich vor dir, aber... Wo war denn da vorher ein Minikit? Wenn du dieses... Wenn du den Code löst mit C-3PO, dann erscheint ein Minikit plötzlich. Ach, jetzt verstehe ich, was passiert. Ja, das habe ich nämlich auch gesammelt, aber ich habe den... Ich habe den Obi-Wan-Part zuerst gemacht. Ja, ich mach gerade den Anakin-Part, weil ich bei der Tür mit Obi-Wan nicht weiterkomme. Ach so, ja, ich bin schon richtig verwirrt. Ach man, ey, also C-3PO haben die aber auch wirklich so nervig gemacht. Warum muss denn der wirklich mit weniger als 1 km/h durch die Gegend laufen?
Ja, Leute, rechts, also links, diese Tür macht mich jetzt fertig hier. Also das eine steuert halt die äußere und das andere steuert die innere ja, aber Mutation, das ist ja jetzt, ne? Ich weiß es echt nicht. Also Justus, ne? Das ist an so einem kleinen Kinderspielchen hier scheiterst, so, ne? Was mache ich falsch? So, wir haben übrigens jetzt noch 4 Minuten 40. Hast du noch Zeit dafür? Das ist eigentlich richtig gut für mich, Justus, ne? Jetzt stehe ich nämlich richtig gut da. Ja. Jawohl, Zeit... geht doch. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist der Zeitpunkt, wo ich dich überhole, aber na gut. Aber ich glaube, da hast du jetzt doch dann deutlich länger gebraucht als ich. Ja. Aber den Part mit Anakin-Part habe ich jetzt wenigstens schon fertig. Ja, ich glaube aber, der dauert auch nicht mehr so lange bei mir. Ich bin mir nicht sicher. Bam, 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 bam. Na, komm. Steuern Sie das Schiff zwischen die Felsen, Rosanna. Zack. Zack. Yes. Bam, 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 bam. Mann, die Druiden haben so richtig coole Designs. Ist eigentlich echt schade, dass sie bei den Secrets so wenig rausgemacht haben. Tja. Bei den Secrets mangelt es wirklich an allem, was die Kreativität anbelangt. Das ist schon wirklich beeindruckend, dass dort alles... Also selbst wenn man die Druiden nicht mag, und ich kann ja sogar verstehen, dass man sowas sagt wie die B1-Kampf-Druiden mag man nicht, weil die zu albern sind oder so. Ja, zu goofy sind, ja. Aber also die anderen Designs, so ein Super-Kampf-Druide, so ein Druidika oder so, die sind ja auf jeden Fall kreativ. Das kann man denen ja nicht wegnehmen. Oder ein Magna-Wachen oder sowas. Ja, total. Bin ich jetzt hier fertig? Muss ich hier noch was machen in dem Raum? Ja. Schade, schade. Obwohl die Flammentruppler ja ganz cool waren bei Episode 7. Ja, toll. Aber Mann, jetzt lass mir doch wenigstens noch versuchen, das irgendwie so in die gute Richtung zu schieben. Ja. Und Captain Phasma war ganz cool. Hätte man aus der noch was gemacht? Ich wollte gerade sagen, hätte Wette Fahrrad. Oh Mann, das war irgendwie immer so traurig. Ich weiß noch, wie ich da bei irgendwie 2015 so saß und mir immer gedacht habe, so Alter, geil, da habe ich mir alle Leaks angeguckt und irgendwo im Internet gesucht und so. Dann siehst du so Setbilder und Captain Phasma und die ist irgendeine Sturmtruppenkommandantin und du denkst dir so, Alter, das wird richtig krass. Ich habe halt wirklich daily dazu irgendwas durchgelesen. Ich auch. Ich war da richtig drin. Ich war da, glaube ich, so gehypt wie noch nie auf irgendwas Star Wars mäßiges. Weil als Kind das, also ich habe ja die Prequels zwar im Kino gesehen, aber da war es ja noch nicht, also da war dir das ja nicht so bewusst irgendwie. Ja. Also da warst du ja in deiner Kinderwelt und dann warst du halt froh, wenn so ein Star Wars Film rauskam. Aber da war es jetzt ja nicht so, dass du da irgendwie, besonders Internet gab es da ja so in der Form nicht. Da war es jetzt ja nicht so, dass du da irgendwie im Vorhinein tausende Sachen durchgeguckt hast und geschaut hast und so. Ja. Ach. Das Level habe ich jetzt, Justus. Ja, ich bin jetzt auch fast fertig. Ah, aber ich habe dich minimal überholen können, glaube ich. Das ist das erste Mal hier. Ich bin in Führung. Ich kann sagen, hat ja nur 8 Parts gedauert. Und irgendwo kommt noch mein Horror-Level. Ja, ich weiß gar nicht, welches du meinst. Ich weiß es auch nicht. In den Fängen von Grievous. Oh nein. Das ist ein Web-Level. Ah, das ist aber cool. Es war irgendeins. Es muss dann das... Was haben wir denn hier noch? Haben wir noch den Russan... Oder wie heißt denn das? Russan-Mond? Ist das überhaupt die? Wie heißt denn das mit diesem Mond, wo die... Wo Cody und Rex dann so auftauchen und dann... Ne? Boah, gute Frage. Das haben wir aber noch nicht gespielt, meine ich. Rishi-Mond, ja genau. Rishi-Mond. Das haben wir noch nicht gespielt und dann das Letzte, was fehlt. Da muss es irgendwo noch ein Level geben, wo ich echt Schwierigkeiten immer hatte. Ich weiß aber auch nicht, welches es war. Vielleicht das finale Level von der Grievous-Story. So, komm, jetzt mach. C3PO links. Rechts unten. Musste man irgendwelche Drohnen oder so töten, ne? Was muss man hier machen? Wir brauchen dich! Level steuern ist so geil. Jetzt brauchen wir auch noch dich. Das klappt nicht, oder?
Mein Gott, ist das so möglich? Ach nein, ich mach glaube ich wieder Scheiße, Leute. Warum muss ich das denn? Oh. Pause. Jo. Ach, aber ich bin eigentlich recht zufrieden mit mir diesmal. Bin noch nicht gebrochen. Ein gutes Zeichen. Ja, ich wollte gerade sagen. Mann, ey, ich bin ein bisschen stecken geblieben bei dem. Bei diesem Türrätsel, dadurch konnte ich dich jetzt gut überholen. Nee, das Schlimmste war, glaube ich, das Minikit bei der Malevolence, dass ich das nicht direkt geholt habe. Das hat mich ein bisschen Zeit gekostet, aber naja, mal gucken. Nun gut, Leute, damit war es das erstmal. Ihr könnt natürlich noch die Frage des Tages auflösen. Was war das überhaupt? Ach ja, wie viele Sets? Ja, nicht Justus weiß es leider nicht. Der hat gesagt, eventuell eins. Er ist aber auch kein Lego-Experte, leider. Zwei. Die Antwort ist zwei. Ja, doch, das war sein Starfighter und das Gunship, die 7676. Ja, das hätte ich natürlich auch sagen können. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, Leute. Tschüss.